Nach dem Auftakt kommt der Auftakt. Die Wasserfreunde Spandau 04 empfingen in Berlin-Schöneberg am vergangenen Samstag den SVV Plauen zum ersten Spiel der Wasserball-Bundesliga 2018-2019. Sicherlich schwer, Motivation zu finden nach einem Champions-League-Spiel und dann auch nach der knappen Niederlage in der Champions League. Nachdem die Männer aus Spandau eine Niederlage im ersten Spiel der Champions League einstecken mussten, starteten die Rekordmeister mit einem Sieg in die neue Bundesliga-Saison. Wir wussten, dass Plauen Aufsteiger ist und sicherlich sich in der A-Gruppe erstmal etablieren muss. Und es war ein schwieriges Spiel, weil wir wussten, sie sind motiviert und sie wollten unbedingt zeigen, dass sie auch zu Recht in der A-Gruppe sind. Aber ich denke, wir hatten sie von Anfang an bis Ende gut unter Kontrolle. Ein starkes 21-4 erspielten sich die Spandauer gegen den A-Gruppenaufsteiger SVV Plauen. Die Männer aus dem Vogtland gingen eigentlich ziemlich selbstbewusst in die erste Halbzeit. Das erste Tor fiel zwar für die Gastgeber durch Lukas Gielen, doch Alexander Fritsch aus Plauen sorgte nur eine Minute später für den Ausgleich. Noch stand also alles offen, doch nach 10 weiteren Toren für die Wasserfreunde war klar, da kann nichts mehr klappen. Ich glaube, nach dem 1-1 hatten wir sie dann gut im Griff und haben unsere Chancen vorne verwertet. Hinten standen wir sicher und dann war es für Plauen auch schwer, nochmal ins Spiel zu kommen. Die Gäste aus Plauen machten dann auch nach der Halbzeit weiterhin viele Fehler. Die Spandauer waren einfach zu überlegen, die Fehler wurden ausgenutzt und so erspielten sich die Gastgeber weitere 10 Tore und holten so einen Sieg von 21-4. Am erfolgreichsten waren Lukas Giel, Lukas Küppers mit jeweils 4 Toren. Ben Reibel und Kapitän Markus Stamm trafen jeweils 3-mal. Nächstes Spiel gegen Esslingen in der Bundesliga auswärts in Esslingen. Und ich denke, das wird auch nach einer harten Reise kein einfaches Spiel, wo man auch konzentriert ankommen muss. Und wenn man jedes Viertel einfach konzentriert spielt, dann sollte das auch ein Sieg für uns sein. Solch ein Spiel mit so einem Ergebnis möchten die Spandauer natürlich ihren Fans immer wieder zeigen und dieselben natürlich auch immer wieder so ein Spektakel sehen. Und vielleicht klappt das ja auch schon beim nächsten Spiel bei der Auswärtsbegegnung in Esslingen.